Genau, der ist hier bestimmt gespawnt. Ab und zu passiert das mal. Alter, hat mich jetzt erst gemerkt. Please, lauf wohl. Ja, warte mal. Ich spiel auf Kart. Lauf so einfach ins Kart. Genau. Geradeaus und durch. Das Ding hier explodiert, habe ich echt keine Lust. Stirb doch. Genau, danke. Ey. Wenn der mein Bahnhof hier zerstört, dann wäre ich echt sauer. Ja, das sind die. Also wir hatten ja mal. Ich habe mal mit Nils meinen Server gemacht. Kennst du ja Nils, ne? Also Nils ist ein Kumpel von mir und der hat. Der hat so viele Creeper-Probleme gehabt, dass die Spieler ein Plugin auf dem Server installieren muss, dass sie nicht mal explodieren. Alter, das ist schon wieder so ein Ding. Wo kommen die plötzlich alle her? Muss es ausgerechnet heute alles passieren? Ich hab einen kritischen Treffer gemacht, cool. Einmal wische in Gang 1. So. Ich wollte mal was gucken, aber ich hab's vergessen, was. Ich meine, wir können mal wieder Wolle abbauen. Mit einer Schere. Dann baue ich nochmal ab. Hat nach, hat gefressen. Also wenn es frisst, dann wächst Wolle nach. Ja, einfach immer noch füttern, schneiden, füttern, schneiden. Also die fressen nicht jede Sekunde oder so. Aber ab und zu mal. So wächst das nach. Aber immer umso mehr du das immer schneidest, umso weniger droppen die. Irgendwann droppen sie nur noch eins anscheinend. Au. Wo kommt das denn her? Was ist das denn hier? Ach stimmt, hier habe ich mich mal runtergebaut. Ich erinnere mich. Und diese Krater sind eigentlich entstanden wegen Creeper-Explosionen. An mehreren Stellen, und zwar die gleiche. Und hier habe ich mir auch mal runtergebaut, um Cobblestone zu holen, glaube ich. Ja, das war's. Das waren die Anfänge. Also da habe ich noch das alte Rätsel gehabt und da habe ich mich nicht so gut angehört. Aber besonders am Anfang, also von meinem ersten Let's Play Super Luigi 64, habe ich mich richtig scheiße angehört. Also, sind ja heute noch auf meinem YouTube-Channel erreichbar, die Videos. Ich glaube, ich lasse sie auch drin. Damit man mal sieht, jeder fängt schlecht an und wird immer besser. Also, wenn man das schon richtig gut hinbekommt, dann am Anfang, dann ist man gut. Was ist das? Das ist Walz. Also, das ist Knochenmehl. Das kann man auch als Dünger verwenden. Schon ein Jahr her sein. Das ist eineinviertel Jahre, ja. So lange ist das her. 2009 ist das erste Mal da gewesen, im Sommer. Aber ich habe es erst so im 2010 gesehen oder 2011. Ja, 2011. Ach, weiß ich nicht mal. Es könnte sogar schon 2010, ganz spät im 2010 gewesen sein. Das weiß ich, aber es ist nach meinem Tod. Nach dem Tod meines Hamsters passt gewesen, dass ich das gespielt habe. Und ich habe einen Hamster gehabt, ja genau, aber das ist schon längst tot. Ich habe Eisenfeldspitzhacke. Jetzt mal auf der Weise, weißt du, was ich hier machen kann? Ich nehme das Ding mal, ich nehme einen Eimer. Und baue mich gleich hier mal ein bisschen voll. Erstmal brauchen wir Wasser. Und nun bauen wir ein bisschen neu an. Endlosquelle. Wenn man hier zwei Quellen sich vermehren, zack, ein neues Wasser. Gut. Jetzt bauen wir noch ein bisschen an, aber ich glaube, hier ist ein Bug. Nee, doch nicht. Da ist jemand verschwindet hier, das Angebaute. So, ein bisschen Wasser noch. Bisschen Weizen, bisschen Weizen. Jetzt dauert das noch ein bisschen, bis das alles grün ist, aber bis dahin dauert es noch.
eines Tages werde ich mal da hinten hinreisen. Oh, ich bin runtergefallen. Ich glaube, das war schon mal. Ich bin so super. Ah, ich bin runtergefallen. Pass mal auf, ich lock mal den Enderman hierher. Wo ist er? Da. Ich glotze ihn an und das mögen sie nicht. Jetzt kommt er. Jetzt guckt er, ne? Jetzt kommt er. Die werden erst aggressiv, wenn du ihn anglotzt. Da ist er. Der kommt da nicht hoch. Aber freu dich nicht so früh, die erscheinen ganz, ganz plötzlich. Lass mich in Ruhe! Wo hast du ihn gesehen? Ich hab's gehört. Du hörst ja leider nicht, ja. So. Also, das kann manchmal echt nützlich sein. Da ist er. Pass auf, der spawnt ganz plötzlich immer irgendwo. Und zum Schluss kriegst du vielleicht eine ganz, ganz tolle Belohnung, wenn du ihn besiegst. Alter! Du Arsch! Du hast mich fast runtergeschossen! Stirb! Und ich meine Belohnung gedroppt. Na egal. Vielleicht von meinen eigenen Fliegen in die Insel runtergefallen. Ich glaube, da hinten schwebt da auch was rum, ne? Ja, genau da. Oder? Oder? Gucken wir mal. Also. Hier so mein Bart, hier kann man sich entspannen. Ach, da ist das schwebende Ding, ja genau. Und schwebt hier nicht so ein zwei Blöcke-Ding mal rum? Irgendwo. Ach, das ist vom Mod hier. Da sieht man ein weibliches Zombie. Das ist ein Mod, also da werden Zombies auch in Weiblichkeit angezeigt. Und du kannst auch Spieler weiblich machen. Also wenn du zum Beispiel mit Mädchen zusammenspielst oder so, dann ist das witzig, wenn dieser Mod. Du kannst einstellen, ob weiblich oder männlich der Skin ist. Hab ich schon mal ausprobiert, ist super. Du kannst auch Kinder machen natürlich. Also die Kinder. Du kannst als Kind einstellen, das ist so ein Zwerg. Alter, die Creeper sind extrem hoch angestiegen mit der Spawnrate. Au. Der muss auch nochmal sterben, ne? Hm? Ja, meine Rüstung, die hält wirklich. Normalerweise wäre ich bestimmt schon längst tot. Da! Ah! Da ich nicht richtig aufgepasst. Ja, jetzt habe ich schon wieder Level 6 hier. Kann man gleich mal verzaubern.